Hallo. Gestern mussten wir leider abbrechen. Also gestern ist nicht gut gelaufen. Außerdem waren wir echt weit weg von zu Hause und heute starten wir auf ein neues. Schaut mal, wo ich hinter bin. Mitten im Allgäu. Dauert ungefähr noch 300 Meter, da müssten wir angekommen sein. Genau. Wir schauen mal, ob wir ihn bergen können. Heute haben wir schon mal festes Schuhwerk angezogen. Wetter ist nicht so gut wie gestern, aber Hauptsache trocken und ab und zu spitzelt die Sonne vor. Dann wird es gleich wieder warm. Schaut mal die Sicht nach da. Wow, voll heftig. Geil. Also, bis gleich. Ungefähr noch 59 Meter. Wir sind ganz in der Nähe vom Cache. Hier sind ein paar Muggels. Schönen guten Tag zusammen. Hi. Hi. Jetzt seid ihr mit auf dem Film. Ihr könnt mal winken. Hallo. Wow, schaut euch das an. Echt geil. Hört ihr schon das Wasser? Das ist ein cooler Wasserfall. Echt geil. Schaut mal. Ich zeige euch gleich den Wasserfall. Voll laut. Aber echt cool. Wir suchen jetzt den Cache. Wir probieren es jetzt mal auf die andere Seite. Es ist nichts zu finden. Cache noch nicht gefunden. Ich habe schon mal ein paar Bilder angeschaut und manche haben geschrieben, durch den Fluss gelaufen. Deswegen habe ich gedacht, auf der Seite. Normalerweise zeigt es da drüben an 4 Meter. Aber wir haben alles versucht. Ich sehe nichts. Wir halten uns jetzt schon wieder viel zu lange hier an. Da hinten geht es auch noch lang, zeige ich euch nachher. Also bis gleich, wir suchen. Dann machen wir uns auf zum nächsten Cache. Ich glaube, das Glück hat uns verloren. Wir finden nichts mehr. Na gut.
zum nächsten Cache. Hauptsache, wir haben einen geilen Platz gefunden. Also, bis gleich. So, jetzt sind wir am nächsten Ort angekommen. War nicht weit weg. Sind ungefähr noch 150 Meter. Wir konnten unser Cache-Mobil gleich da vorne parken und hier reinlaufen. Ich glaube, das handelt sich auch um einen Wasserfall. Man hört ihn schon. Okay, ich nehme euch mit. Na, hoffentlich haben wir hier Glück. Die Caches verlassen uns heute. Aber da unten am Wasserfall, da sind natürlich auch viele, viele Touristen und viele Muggels. Kann natürlich gut sein, dass die Tupperdose weg ist, weil es ist eigentlich schon eine große Tupperdose gewesen. Wir haben überall geschaut und vielleicht ist der Empfang da unten, das App ist auch immer von 4 Meter auf 8 Meter auf 16 Meter immer variiert. Also wir haben mal alle Baumwurzeln durchgeschaut, nicht gefunden. Also, aber jetzt hoffen wir, dass wir fündig werden. Aber echt auch schön hier. Hier war ich auch noch nie gewesen. Ohne Cache wäre ich bestimmt auch die nächste Zeit nicht hierher gekommen. Hier geht es so Stufen runter. Voll schön. Wow, ich sehe ihn schon, den Wasserfall. Oh, die Stufen muss ich nachher wieder hoch. Ich war den Tag erst joggen. Das merke ich jetzt noch in den Beinen. Aber auch nett hier. Schön. Ja, zum Glück haben wir echt Wanderschuhe angezogen heute. Ist echt nass im Wald. Schaut mal. Sehr schön. Ich suche schon wieder und suche. Schon wieder. Also hier sind halt auch viele Bäume schon umgefallen. Hier seht ihr, hier liegt ein ganz großer Baum. Ich habe schon gelesen, dass es von der Bank runter an einen Laubbaum, aber der Laubbaum ist umgefallen. Alles sehr matschig. Lass mal noch mal ein bisschen nachlesen. Ja, ihr seht ja, hier wurden viele Bäume abgesägt, weil die umgefallen sind. Letzten Winter oder beim Sturm. Aber ich suche mal weiter. Ich suche unter Einsatz meines Lebens nach der Dose. Hier ist auch nichts. Da hieß es, von der roten Bank am Hang. Ich schaue vielleicht mal noch da runter an den Hang. Aber die Bilder zeigen eher immer von da oben. Da sind immer noch Bäume davor, wenn die zeigen Bilder vom Cache zum Wasserfall. Ich suche mal weiter. Aber Aussicht ist natürlich wunderschön. Heute haben wir es mit Wasserfällen. Okay, ich kletter mal runter, aber dann brauche ich beide Hände. Bis gleich.
Feld haben wir immer noch nicht. Jetzt müssen wir wieder rüber. Durch den Bock durch. Also ich habe eben noch mal gelesen, der Cache liegt nicht mehr dort, weil ein Baum umgestürzt ist, da wo der Cache lag. Habe ich gerade nachgelesen vom Owner. Obwohl wir den Cache nicht gefunden haben, ist es trotzdem voll schön hier. Ne, ich gehe da nicht. Ich spring hier runter. Uah! Schaut mal die alte Brücke an. Voll cool. Und hier hinten sieht man auch wieder, wie viele Bäume umgestürzt sind. Kein Wunder, dass der Cache weg ist. Und hier drüben auf der anderen Seite genauso. Zeigt euch mal. Zeigt mal. Überall umgestürzte Bäume. Heftig. Leider waren wir nicht erfolgreich, aber trotzdem war es sehr schön. Der Ausflug zu den Wasserfällen. Jetzt wieder zurück zum Cache-Mobil. Und dann nach Hause, Kaffee und Kuchen und erstmal was trinken. Wir haben wieder einen Rucksack vergessen, aber im Auto haben wir was zu trinken. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da und ein Like. Ich würde mich riesig freuen. Also, ciao, bis zum nächsten Freitag. Euer Guido. Ciao.